Herzlich willkommen zurück, meine sehr verehrten Zuschauer. Ich hoffe, ihr genießt den Sommer, aber findet trotzdem Zeit, mir hier bei meinem Let's Play zuzugucken. Ich werde mal kurz vorgehen, damit der Hund aufhört zu bellen. Am 22. April 1915 setzten die Deutschen zum ersten Mal Chlorgas ein. Ja, wir haben mittlerweile Mitte Juli. Ich war krank, mein PC war krank. Und ich musste mir eine neue Festplatte kaufen, habe Windows 7 installiert, auf dem das jetzt meiner Meinung nach flüssiger läuft. Und ich hoffe, dass das Knistern endlich weg ist. Ich musste die Musik im Hintergrund leider leise stellen, weil ich sonst Probleme mit meinem mit der GEMA krieg sozusagen. Was ist das hier? Okay. Der Hund hat da was. Na, was hast du denn hier gebuddelt? Ach, lol. So. Einmal hoch und die Münze sammeln. Kanadische Erkennungsmarken. Zu Beginn des Krieges waren die kanadischen Erkennungsmarken noch große Aluminiumscheiben, eine Notlösung mit einer besonderen Form. Sie wurden bald durch die britischen Marken abgelöst, sodass alle Einheiten unter britischem Kommando über die gleiche Marken verfügten. So, jetzt frage ich mich, muss ich da runter? Oder... Ich lasse ihn noch mal runter. Ich will mal sehen, ob ich ganz runter muss. Wohl nicht. Ach, vielleicht muss das mein Hund machen. Haha. So. Was kann er jetzt machen? Ah, okay. Verstanden. Ich guck einmal kurz, was mir das Y sagen will. Achso, das hatten wir ja schon gelesen. Ja, das ist aufgrund meiner Krankheit. Ich meine, ich denke, ihr werdet es immer noch hören. Ich bin noch nicht ganz fit. Und ich werde zwischendurch leider, es wird sich nicht vermeiden lassen, etwas husten. Erstmal hier oben gucken. Da hinten ist schon mal wieder was zum Sammeln. Uringetränkter Stoff. Bis zur Einführung der Gasmasken war der einzige Schutz vor Gasangriffen das Abdecken der Nase mit einem uringetränkten Tuch. Urin reagiert mit Chlor und bildet im Taschentuch weniger giftige Stoffe, was die Wirkung vermindert. Das war zwar keine sehr hygienische Lösung, doch immer noch besser als eine Lunge voll Chlorwasserstoffsäure. Auf jeden Fall. Was passiert, wenn er hier dran zieht? Ach so, okay. Was passiert hier? Ach so, dann ist das Rohr gleich zu. Hier. Werde ich noch nicht ganz schlau draus. Aber ich glaube. Er muss jetzt eben mal hoch. Dann muss die da unter. Muss das einmal runter.
Jetzt müsste ich nämlich das... Ich denke, das Rohr erstmal heil machen können. Ich weiß nicht, was ich hier genau machen muss. Stopp! Wo willst du denn ganz hin? So, links stimmt's schon. Zieh mal dran. Okay, und nochmal. So. Nochmal dran drehen, mal gucken, was jetzt passiert. Ja, einmal noch. Ich denke, dann habe ich den Kreis geschlossen, ne? So. Jetzt natürlich... Ich wollte gerade sagen, gefährlich, dass ich direkt daneben stehe. So. Okay. So. Wo ist der Hund? Ich soll da hin. Ich will aber lieber noch mal kurz hier hingucken. Was ist da? Brief eines kanadischen Soldaten vom 11. April 1915. Liebe Eltern, wir sind in Belgien, einem sehr flachen Land, das mich an die Winnipeg-Ebene erinnert. Der einzige Unterschied ist, dass... es hier so feucht ist, dass die Kälte einem noch kälter erscheint. Die Jungs und ich werden euch stolz machen. Die Kanadier werden die großen Helden dieses Krieges. Ich schreibe baldmöglichst wieder. Steven. Okay. Ja, hier. Okay. Jo. Oh, wie fies, das war Giftgas. Kommt das jetzt hinterher? Gaskanister-Ausbringungsstrategie. Die Strategie zur Gaskanister-Ausbringung war einfach. Aber sie war vom Wetter und ganz besonders vom Wind abhängig. Das Gas erforderte einen stetigen Fallwind in die Richtung der feindlichen Linien, damit es nicht zum Ausbringer zurückkehrte. Alle Kriegspläne waren daher vom Wetterbericht abhängig. Muss man sich auch mal vorstellen. So. Was hast du da? Belgischer Tschako. Der Tschako der belgischen Armee bestand aus einem Spitzenhut mit einem Kranz und einem Blendschutz. Der Tschako ersetzte die Visierkappe, eine weiche Mütze, deren Seiten man über die Ohren herunterklappen konnte. Die Klappe unter Isère, die Kappe wurde Isère genannt, weil die belgischen Soldaten sich hinter dem Fluss Isère sammelten, um das Vorrücken der Deutschen zu stoppen. So. Bello rein da und hoch. Bello Knochen. So. Ja, ist ja gut, Junge. Komm. Jo.
Auf jeden Fall. Don't worry, Craig. Und die Uhr ist unser. Taschenuhr. Die Zeit war für das Leben der Soldaten eine wichtige Größe und militärische Angriffsstrategien waren auf exakte zeitliche Abläufe abgestimmt. Taschenuhren waren zu dieser Zeit das einzige Mittel, die exakte Zeit zu bestimmen. Oh oh, ich glaube, wir müssen laufen. Wir müssen richtig laufen. Und buddeln mit der Suppenkelle. Was ist das? Wer ist das? Das ist mir die Frage. Sie hieß Anna, eine belgische Studentin aus Paris. Sie war auf der Suche nach ihrem verschollenen Vater. Diesmal schien ihnen das Schicksal wohlgesonnen zu sein, denn ihr Weg führte in dieselbe Richtung. Doch als sie sich Vimy näherten, wurden sie von einer deutschen Fliegerstaffel entdeckt. Oh cool, ich muss fahren. Mit, weil ich Angst vor der GMA hab. Immer schön quietschen, um eventuelle GMA zu verwirren. Komm, das kann doch wohl nicht so lange gehen. Immer nach Ausweichen! Das war knapp. Minen, auch noch das. Mittig. Ja, genau. Oh. Ich fange mal wieder an mit dem Lesen. Die Schützengräben. Haben wir das schon gehabt? Nee. Die Soldaten in den Schützengräben lebten nicht alle unter den gleichen Bedingungen. Die Deutschen begannen schon früh, ihre Gräben mit Beton, Stahl und Bunkerkonstruktion massiv auszubauen, während Briten und Franzosen noch im Schlamm warteten. Häufig lagen die gegnerischen Gräben nur wenige Meter auseinander. Hinter den vordersten Gräben wurden weitere Unterstützungs- und Reservegräben ausgehoben, in denen sich die Soldaten zurückziehen konnten. Wenn ihr Graben vom Feind erobert wurde, also wenn ihr Graben vom Feind erobert wurde, normalerweise wurden die Soldaten in den Gräben an der vordersten Front regelmäßig abgelöst oder eben getötet. Das Labyrinth. Vimy und Neuville-Saint-Vaast waren zwei deutsche Stellungen, die sehr früh befestigt wurden. Eine Vielzahl der von Schützen und Laufgräben waren mit unterirdischen Bunkern verbunden. Daher der Name Labyrinth. Wiederholt versuchten Briten, Franzosen und Kanadier, diese Schlüsselposition einzunehmen, jedoch ohne Erfolg. Die Verluste waren so immens, dass die Stellung Ende 1915 für uneinnehmbar erklärt wurde. Denkmal für die marokkanische Division. Die marokkanische Division glich von ihrer Struktur her den übrigen französischen Kolonialtruppen und der Fremdenlegion. Sie bestand aus tunesischen und algerischen Schützen sowie marokkanischen Zouaven. Ich kenne nur Guaven aus Guacamole, aber das ist was anderes. Im Jahre 1915 eroberte
schaffte sie erfolgreich den Höhenzug von Vimy, musste sich aber mangels Unterstützung durch den französischen Generalstab nach 2 Tagen wieder zurückziehen. Für ihren Einsatz wurden sie mit der Ehrenlegion ausgezeichnet. Ihre Devise lautete: weder Angst noch Gnade.